Okay, welcome to the next lesson, and this lesson is about description, our personal physical description here. Again, a number of questions. Wie siehst du aus? Wie sieht er sie aus? Ich habe blonde, braune, schwarze Haare. Okay, ich trage eine Brille. So a number of questions, oh, sorry, only two questions. Wie siehst du aus? Wie sieht er aus? Apart from that, everything else are answers here. So the first question, wie siehst du aus? Ich habe blaue, braune, grüne Augen. Blaue, braune, grüne Augen. And then asking somebody else about somebody else's appearance. Wie sieht er sie aus? Er sie hat blaue, braune, grüne Augen. Back to this question. Wie siehst du aus? Ich habe blonde, braune, schwarze, rote Haare. Ich habe kurze, lange, lockige, glatte Haare. Ich trage eine Brille, ich trage Ohrringe, meine Augen sind blau, meine Haare sind rot. And then when I'm talking about the third person, wie sieht er sie aus? Er hat blaue, braune, grüne Augen. Er hat blonde, braune, schwarze, rote Haare. Er hat kurze, lange, lockige, glatte Haare. Er trägt eine Brille, Ohrringe. Seine, ihre Augen sind blau und seine, ihre Haare sind rot. Er, sie trägt eine Brille. So you need to differentiate between ich und er or sie. If it's ich, then obviously the verb is habe. If it's er, sie, then the verb is hat. And then you've got possessive pronouns here. Seine, it's his, and ihre, her, eyes. Okay, again. Practice first of all the pronunciation here, then cover this hand side here, English, and then say the words in, and then look at the German, say the words in English without looking at this, then the other way around, cover the German side, say the words in, read the words in English, and try to remember how to say that in German without looking on the left hand side. And then just simply look at the question and try to say about yourself as much as possible. And then look at the second question again, try to say about your friend as much as possible. Good luck. Alles Gute. Tschüss.